Guten Tag. Ja, hallo. Sehr schöne Musik da im Hintergrund. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schwan. Nee. Bianca Sanchez ist am Apparat. Herr Spreche ich mit Steinfeger. Jean Steinfeger? Ja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder zwei Telefonate. Im zweiten Gespräch, kann ich schon mal so viel verraten, geht es heute mal nicht um die Trading-Abzocke, sondern um, tja, die Erektionsstörungen des Kunden. Ja, dass das wieder nur irgendwas Komisches ist, ihr werdet selbst hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Okay, es freut mich, Ihnen am Apparat zu erreichen. Ich rufe Sie, mein lieber Herr, als eine Signalgeberin von Trading Academy und ich wollte gerne Ihnen die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt zu teilen. Aber sind Sie schon bekannt mit Finanzmarkt? Nee. Okay, aber ich bin mir sicher, Sie haben etwas gehört, zum Beispiel über Kryptowährungen oder Rohstoffen, Aktien, Forex und so weiter, oder? Ich habe mal gehört, aber ich habe da keine Ahnung von. Sie haben niemals etwas probiert, Sie haben nur gehört. Bin ich richtig? Und was denken Sie, wieso haben Sie bis jetzt keine Erfahrung gemacht? Haben Sie vielleicht keine guten Informationen oder Sie haben noch nicht die richtigen Personen gefunden? Was denken Sie? Na, ist schon, weiß ich nicht, der Markt ist doch kacke. Da betrügt man Menschen und ja, was der eine gewinnt, verliert der andere, das ist doch nicht gut. Sie haben kein Vertrauen. Nee, hat ja damit nichts zu tun. Ich sage, der Markt ist ja nichts Gutes. Okay, mein lieber Herr, erstens, ich möchte Ihnen zu erzählen, das verstehen Sie mir nicht falsch, okay? Ich sage nicht, dass Sie müssen unbedingt mit uns so arbeiten oder etwas zu machen. Alles, was ich sage, ist zu schauen, wer wir sind, was wir machen, was wir Ihnen anbieten können und wie können Sie ein passives Einkommen mit uns zu haben. Und dann am Ende, Sie werden selber entscheiden, okay, ob Sie etwas mit uns arbeiten möchten oder nicht. Okay, perfekt. Ich möchte Ihnen zu erzählen, weil Sie haben keine Erfahrung, aber im Finanzmarkt gibt es zwei Broker. Es ist sehr wichtig zu wissen, mit welchem Broker arbeiten Sie. Haben Sie etwas gehört über ETN-Broker? Über was? ETN-Broker. Nee, was ist das? Nee. ETN-Broker, mein Lieber, sind die Broker, die schon für Sie arbeiten. Zum Beispiel, wenn Sie Verluste machen, ETN-Broker macht Verluste auch. Und wenn Sie Profite machen, ETN-Broker macht Profite auch. Weil im Finanzmarkt gibt es zwei Broker, ETN-Broker und Market Makers. Market Makers sind die Broker, die schon für die Firma arbeiten, nicht für Sie. Wenn Sie Verluste machen, Sie machen keine Verluste. Und wenn Sie Profite machen, Sie machen auch Profite. Das ist der Unterschied zwischen einem ETN-Broker und einem Market Makers. Und wir arbeiten hier mit einem ETN-Broker. Wir machen nicht Geld von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne. Ich möchte Ihnen, mein lieber Herr, auch zu erzählen, dass wir sind hier Geschäftspartner mit ainvesting.eu. Ainvesting ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Ja, schön, dass Sie mit A Investing zusammenarbeiten, also mit der Firma, die auch schon für Betrug bei der BaFin bekannt ist. Interessant. Also kann es ja hier ausschließlich wieder nur um ein Gespräch gehen, wo man uns das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Ich meine, dass das grundsätzlich der Sinn dieser Telefonate ist, ist, glaube ich, klar. Ja, nur leider nicht allen Kunden, die da am Telefon rangehen. Von daher immer wieder die neue Warnung, wenn sowas anruft und ihr die Leute kaum versteht, der Hintergrund ist laut. Manchmal spielt noch Musik im Hintergrund und die wollen euch irgendwas verkaufen, wo ihr mega reich werdet oder was Tolles gewinnen könnt. Lasst da grundsätzlich die Finger von. Denn, naja, eins ist sicher, euch ruft keiner an und wird euch die eierlegende Wollmilchsau versprechen und quasi kostenlos schenken. Nichts auf dieser Welt ist quasi gratis. Und man muss immer überlegen, was ist eigentlich der Hintergrund des ganzen Gesprächs? Wozu dient dieses Gespräch? Keiner wird euch anrufen und euch was schenken wollen. Immer schön aufpassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon selber Erfahrungen hattet mit dem ein oder anderen Betrüger. Es hat schon 14 verschiedene Lizenzen in den ganzen Europa und es ist auch unter BaFin reguliert und registriert.
Und Sie wissen ja schon, dass BaFin kontrolliert und unterstützt alle die Firma in Deutschland, alle die Banken in Deutschland. Alles, was Sie sagen, Sie können mit Ihren eigenen Augen sehen, weil ich rede nicht ohne Fakten, ich rede mit Fakten und ich wollte gerne Ihnen die Plattform bestellen. Bitte gehen Sie auf Google und wir werden zusammen die Plattform sehen und auch die Lizenzen, die wir haben. Okay. Sie sind in Google jetzt? Ja. Okay, was benutzen Sie, Ihre Handy? Ja. Okay, haben Sie ein iPhone oder ein Android? Ein iPhone. Ein iPhone. Okay, dann schreiben Sie in die Suchleiste ganz am oben ainvesting.eu. Oder soll ich das für Sie buchstabieren? Ich glaube, ich finde es. A, nee, find ich am nicht. Anfang, dann ainvesting.eu. Haben Sie gefunden? Noch nicht. Noch nicht. Ah, jetzt habe ich es ja. So eine blaue Seite mit einem gelben Button. Ja, mit einer blauen Seite. Okay. Lesen Sie etwas für mich und ich weiß, ob Sie sind in die richtige Plattform oder nicht? Handeln Sie mit Finanzmärkten auf unserer innovativen Handelsplattform? Handeln Sie ja. mit Aktien, Indizien, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex über unseren CSD-Service? Handel genau. aufnehmen oder versuchen Sie es mit einem kostenlosen Demokonto? Mobile ja. Anwendungen und unsere intuitiven Multi-Asset-Handelsanwendungen ja. für iOS und Android. Genießen Sie die volle Funktionalität. Freundliche genau. Navigation, Echtzeit-Charting, Warnmeldungen, Benachrichtigungen und umfangreiche Handelstools. Apple on the App Store, get it on the Google Play. Handeln Sie ja. überall und jederzeit. Erhalten Sie Zugang zu den beliebtesten okay. Märkten. Was? Sie sind in die richtigen Plattform, so. Mein lieber Herr. Ja, das ja. ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Aber erstens, ich habe eine Frage für Sie. Ob ich fragen darf, wie alt sind Sie? Sie klingen sehr jung. 29. 29? Hm. Oh, wow, Komplimente. Ihre Stimme mhm. klingt sehr jung. Ja. Und arbeiten Sie noch oder Sie sind Rentner? Mit 29? Ja. Sie, was arbeiten Sie? Was ich arbeite. Noch einmal bitte? Was ich beruflich mache, meinen Sie? Also, was sind Sie beruflich? Also, was mein Job ist. Noch einmal bitte. Hallo? Hallo? Habe nicht verstanden. Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Ja, beruflich mache ich Kaffeesatzlesen. Okay. Hm. Und was bedeutet das? Genau. Na, das bedeutet, da kommen so Leute zu mir in die Bude, da habe ich so, in der Küche habe ich so Kerzen und so und alles voll mit Vorhänge. Es war beim Kochen, es war alles fettig, aber naja, mein Gott. Und dann kippe ich so von der Kaffeemaschine, kippe ich dann den Kaffeesatz aus, wenn die Leute kommen und dann erzähle ich denen was vom Pferd. Wie Kaffee und weiter? Kaffeesatzleser. Was? Kaffeesatzleser. Also Kaffeepulverleser sozusagen. So, Sie arbeiten Kaffeesatzleser. Ja. Leser, oder? Ja. So, Sie arbeiten in einem Kaffee oder wie? Nö, bei mir zu Hause. Okay. Mhm. Und was für ein Handy benutzen Sie? Was für ein iPhone? Hatten wir doch schon. 7 oder? Hä? Was für ein iPhone benutzen Sie? Ach so, das iPhone 13, glaube ich. Also das neueste. Sie haben iPhone 30. Okay, super. Also, mein lieber Herr, ich habe Ihnen gesagt, wir arbeiten hier mit ETM Broker. Ich habe Ihnen erklärt, dass ETM Broker sind die Broker, die schon für Sie arbeiten. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wenn Sie Verluste machen, wir machen auch Verluste. Wenn Sie Profite machen, wir machen auch Profite. Ich möchte Ihnen zu erzählen auch, dass wir fangen an nur mit 0,06% von Ihrer Investition. Und ich möchte Ihnen jetzt zu verbinden mit meinen Finanzexperten, weil sie hat Studium für dieses Thema gemacht. Und sie wird Ihnen alles Schritt für Schritt
besser als ich erklären. Ich bin hier nur ein Signalgeberin. Ich gebe Ihnen nur ein paar Signale, Entschuldigung, aber mein Finanzexperte wird Ihnen alles Schritt für Schritt erklären, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben bei uns, mit uns. Und wie können Sie Profite zu machen, Profite und Geld zu generieren mit Finanzmarkt und mit unserer, mit dieser Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Hier, jetzt ist hier welche von meinen Finanzexperten frei ist und dann ich verbinde sie sofort mit meinen Finanzexperten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sie sind ein netter Mann und ich wünsche Ihnen alle Beste. Okay? Viel Erfolg weiter. Na, das hat sie ja wirklich wunderbar abgelesen. Also, dass sie das nicht ernst gemeint hat, hat man ja an dieser vorleserischen Art definitiv rausgehört. Schön, dass sie die Kunden wenigstens mal noch loben. Das ist ja tatsächlich mal ein Unterschied zu den ganzen Beleidigungen, die man sonst hört. Aber, naja, dass das ja alles nur eine Betrugsmasche ist und ja nur dazu dienen soll, dass der ein oder andere sich jetzt geschmeichelt fühlt und vielleicht dann eher Geld einzahlt, tja, das könnte wieder so ein Indiz dafür sein, dass die Masche wohl eher für ältere Leute gemacht ist oder wie man dazu sagt, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall einfach nur abartig. Sie bedankt sich hier fürs Gespräch. Dabei war das ja eigentlich nicht wirklich ein Gespräch, sondern einfach nur irgendwelches sinnloses Ausfragen und, Aufwärmen des Gesprächs, dass man schon mal mit dem Kunden warm ist. Und jetzt kommt angeblich die studierte Tante, die ein bisschen mehr Ahnung hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass die nächste nicht unbedingt intelligenter wirkt als die, die wir jetzt gerade schon dran hatten. Naja, aber man kennt es nicht anders von den Betrügern. Man wird weitergereicht. The number is not answering. News abgebrochen, scheinbar. Warten wir mal noch, was passiert? Oh, ich würde sagen, die Anlage ist abgeschmiert. Und dann war die Leitung auf einmal tot. Tja, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Eigentlich wollte sie mich doch jetzt zu einer Studierterin, die da den Betrug irgendwie scheinbar studiert haben muss, weiterleiten. Und dann war sie plötzlich weg. Interessant. Und so funktioniert's da halt. Wohl nicht mit der Technik. Vielleicht war die neu und sollte jetzt eigentlich das Gespräch an eine erfahrenere Mitarbeiterin abgeben, damit die den Betrug halt richtig rund machen kann. Ja, weil irgendwie wirkte die erste ja dann doch auch ziemlich unbeholfen und hatte ja gar keine Ahnung von dem, was sie da überhaupt tut. Ja, und beim Weiterreichen ist dann wohl irgendwie die Leitung abgeschmiert oder sie hat's falsche Knöpfchen gedrückt. Tja, wenn sie da solche Leute hinsetzen, dann macht das auf jeden Fall Hoffnung, dass es nicht schaffen, so viele Leute zu betrügen. Ja, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Monika ist mein Name. Firma GBG. Molke. Guten Tag. Es geht um Ihre Bestellung. Und zwar, Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Elektronaktiv ausgefüllt. Ist das richtig? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Entschuldigen Sie bitte. Geht schon besser? Ja, geht so. Ja, es geht, wie gesagt, um Ihre Bestellung. Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Eriton aktiv ausgefüllt. Ist das richtig? Ach ja, diese Schwanzkapseln, ja. Gut. Hier fällt Ihre Adresse, steht nur der Name und keine Info mehr. Sagen Sie bitte, ist das Ihre erste Bestellung oder sind Sie unser Stammkunde? Nee, das ist der erste Bestellung. Erste, ja, dann natürlich, Sie bekommen noch eine Garantie von unserer Firma, unserer Hotline-Nummer, E-Mail-Adresse und Beschreibung. Aber ich krieg denn da schon so einen richtig schönen harten Prügel von, ja? Bitte nochmal, entschuldige mich. Ich krieg da so einen richtig schönen harten Prügel von den Kapseln. Auf jeden Fall, das ist ein Naturprodukt, ja, und das Produkt braucht ein bisschen Zeit. Normalerweise ab 4., 5. Tag, Sie bekommen die erste positive Änderungen. Es wird schon spürbar, ja? Ach so, also da kriegt man nicht gleich eine Megalatte. Also nicht jetzt und sofort, sondern das Produkt braucht ein bisschen Zeit. Und dann wegen dem Speichereffekt
also das, das heißt also ab 4., 5. Tag, sie bekommen die erste positive Änderungen und dann Tag zu Tag, es wird stärker und stärker und normalerweise die Ergebnisse nach einer Therapie bleiben so circa bis 3 Jahre. Tja, also nur nochmal zum Verständnis. Es gibt auch Datensammel-Webseiten, die für sowas hier, für irgendwelche komischen Pillen gedacht sind. Hier ruft dann direkt das Unternehmen an, bei dem man sich eingetragen hat. Vom Prinzip funktioniert der Betrug am Anfang erstmal genauso wie bei den Trading-Webseiten, also die, die euch das Geld mit den Banken aus der Tasche ziehen und ihr da angeblich auf dem Finanzmarkt reich werdet. Hier verkauft man euch ein Produkt. Und zwar wird hier versprochen, dass man eine richtig schöne Erektion hat, wenn man Erektionsstörungen bekommt. Dass diese Kapseln, die hier verkauft werden, nichts anderes als Placebos und gepresstes Mehl sind, sollte man, eigentlich aufgrund der Freiverkäuflichkeit hier schon mal drüber nachdenken. Denn solche Geschichten würde ich doch eher von einem Arzt abklären lassen, als auf irgendeiner ganz unseriös, nach 90er-Jahre-Vorlage designenden Webseite, wo ich dann meine Daten eintrage und direkt schon wieder einen Anruf bekomme, wo man dann mir hier sowas verkauft. Keine Ahnung, inwiefern diese Masche auch nur im Ansatz legal ist. Vom Prinzip her ist der Anruf selbst erstmal nicht illegal. Ich habe mich hier eingetragen. Um dann was zu kaufen, was dann nicht passiert ist. Ich bin zu keinem Shop gekommen, sondern anstatt weiterzugehen auf der Webseite, klingelte das Telefon. Das heißt, der Anruf ist dann schon doch illegal. Weil spätestens jetzt wird es eine Kaltakquise. Denn ich habe nicht bestätigt, dass ich angerufen werden möchte. Ich habe hier lediglich bestätigt, dass ich meine Telefonnummer und meinen Namen da eingegeben habe und die E-Mail-Adresse und werde dann nicht zu einem, wie ich es erwartet habe, Bestellformular weitergeleitet, sondern direkt angerufen. Und das Gespräch oder der Verkauf findet jetzt am Telefon statt. Nur dem habe ich so nicht zugestimmt. Dass hier sich jetzt erstmal keiner weiter beschweren wird, ist, denke ich mal, fast klar. Denn, ihr wolltet ja gerade das Produkt kaufen. Das heißt, so eine richtige Kaltakquise ist es ja dann doch wieder nicht. Aber das Problem an der Geschichte ist, man verkauft euch hier auch einfach nur Müll. Also wirklich absoluten, nicht funktionierenden Müll. Wenn man Glück hat, ist es wirklich nur gepresstes Mehl, was man da schluckt. Im schlimmsten Fall schluckt ihr da irgendwelche Chemikalien, die überhaupt nicht geprüft wurden. Das heißt, das Ganze ist hier nicht nur fragwürdig, sondern auch noch brandgefährlich, was hier passiert. Denn mit Gesundheit so rumzuspielen und einfach irgendwas im Internet zu bestellen, ich glaube, das sollte man definitiv nicht tun. Aber hier sind wir tatsächlich jetzt bei einer Masche, die funktionieren kann. Denn man ist hier auch bei einem sehr empfindlichen Thema. Es geht um eure Erektionsstörung, die ihr da gerade auf der Webseite angegeben habt. Ja, und dann habt ihr direkt jemanden am Telefon. Dass das eher so ein Ding zum Nachdruck des Verkaufs sein soll. Ich denke mal, anders kann es gar nicht sein. Man will hier direkt mit dem Telefonat, mit eurer Charme spielen, dass ihr da definitiv kaufen werdet. Denk mal, dass die wenigsten Gespräche so plump und komisch verlaufen wie hier in unserem Fall, aber das ist halt einfach der Situation geschuldet, dass man hier schon so viele Betrüger gehört hat, dass einem irgendwann gar nichts mehr peinlich ist. Es ist einfach nur Wahnsinn, was da so am Telefon abgeht. Hören wir mal weiter. Bleibt so. Bis 3 Jahre? Muss ich doch bloß eben so eine Kapsel fressen und dann habe ich 3 Jahre lang eine Latte. Genau, es bleibt so. Die Ergebnisse bleiben so. Sonst, natürlich, wir empfehlen das Produkt auch therapiemäßig einnehmen. Es gibt kleine Therapie und stärkere Therapie. Kleinere Variante dauert 5 Wochen. Mit dieser Therapie, Sie bekommen circa plus 20 bis 30 Minuten Zeit, Vollerektion. Und der Geschlechtsorgan wird härter und voller beim Geschlechtsverkehr. Also vergrößert sich bis plus 3 cm in Länge. Also Umfang ist gleich, circa 1,5 bis 2 cm. Und zweite Variante, das ist stärkere Variante, 2-Monat-Therapie. Mit dieser Therapie, Sie bekommen maximale Ergebnisse, wie in Werbung steht. Das heißt, falls Sie zum Beispiel wie in Werbung haben möchten, Sie sollen das Produkt 2 Monate einnehmen. Ja, und dann, dieses Effekt bleibt so circa bis 3 Jahre. Ja, dann nehme ich das aus der Werbung. Dann sonst eine Packung enthält 30 Kapseln und eine Packung reicht für 10 Tage.
Die große Therapie besteht aber aus 7 Packungen. Sie sollen für die 4 bezahlen. Noch 3 Packungen bekommen Sie gratis, kostenlos. Okay. Und Versand- und Nachnahmegebühren bezahlen wir. Ja? Das heißt, insgesamt, Sie bekommen 7 Packungen, Sie sollen nur für die 4 bezahlen, das macht 190 Euro. Ist das in Ordnung? Ja, kann ich das auch zweimal haben? Zwei Therapieprogramme meinen Sie? Ja. Also zweimal, also 7, ja meinen Sie? Oder 14, Entschuldigung. Jetzt zweimal das Angebot mit den 3 gratis. Einen Moment bitte, ich schaue mal jetzt nochmal nach. So, wie gesagt, 7 Packungen, das macht 190 und 14 Packungen, so, das macht einen Moment bitte. Das ist so. Also, ich schaue mal jetzt nochmal nach, ob ich ein kleines Angebot machen kann. Ja, einen Moment bitte. So, das macht zweimal 190, das macht 380 mit Angebot, also mit Rabatt, das macht 360. Ja. Ja, gut. Dann nehmen wir das. Also Sie bekommen 14 Packungen, das macht 360 Euro und das war's. Sonst, wie gesagt, Versand- und Nachnahmegebühren auch bezahlen wir. Das macht unsere Firma. Und das Paket kommt, wie gesagt, entweder in dieser Woche am Freitag oder in nächster Woche am Montag. Und sagen Sie bitte, möchten Sie nach der Lieferung bezahlen oder per Vorkasse? Ich bezahle nach der Lieferung. Ja, gerne. Sonst, es kommt, wie gesagt, mit UPS-Lieferdienst, der Kurier kommt da dreimal vorbei und Sie bekommen noch diesen Abholschein von UPS, ja? Auf hinterer Seite steht noch Telefonnummer von UPS, falls etwas schief ist, Sie können direkt UPS anrufen und entweder einen Termin machen oder nachfragen, wo Sie das Paket selber auch abholen können, ja? Gut, dann also den Namen haben wir und ich brauche nur die Adresse. Können Sie bitte erst die Postleitzahl sagen? 12055. So, einen Moment bitte, das ist Berlin, oder? Mhm. Ja, gut, sehr gut. Also wir sind hier in Cottbus, deswegen Lieferung dauert nicht lange. Ich hoffe, wir schaffen das bis Freitag schon sicher. Und die Straße bitte? Ist die Braunschweiger Straße 77. So, Braunschweiger Straße und die Hausnummer 2x die 7, ja? Ist das richtig? Genau. Ja, gut. Sagen Sie bitte, soll ich noch extra A, B, C sowas schreiben oder nur 77? Das reicht. Nee, nur 77. Ja, das reicht. Gut, vielen Dank. Gut, wie gesagt, dann Sie bekommen 14 Packungen, das macht 360 Euro und das war's. Ja, es kommt nicht dazu. Sonst sagen Sie, auf jeden Fall, wie gesagt, Beschreibung, alles, das bekommen Sie auch. Hauptsache, Sie sollen das Produkt intensiver nehmen, jeden Tag 3 Kapseln pro Tag, wie in der Beschreibung steht. Und aber bitte nicht mehr als 3 Kapseln pro Tag. Mehr als 3 Kapseln ist ein bisschen zu viel für den Körper. Ach so, dann platzt mein Schwanz, dann wird er zu groß. Nein, also ist ein bisschen zu viel. Also Sie bekommen zu viel Energie sozusagen, ja? Ich bekomme dann zu viel Energie. Genau, deswegen, wir empfehlen nur 3 Kapseln. Nicht, dass wir da zu viel Tinte auf dem Füller nachher haben. Nein. Also Sie bekommen zu viel Energie, deswegen wir empfehlen nur, wie gesagt, 3 Kapseln pro Tag und das war's. Sonst bitte, falls Sie was sagen möchten, lieber ruhig melden sich bei uns, ja? Alles klar. Gut, dann sonst, sagen Sie bitte, haben Sie vielleicht noch Fragen? Nee. Momentan. Wenn das jetzt kommt, dann freue ich mich darauf. Ja, dann sonst, wie gesagt, also Sie können uns ruhig auch anrufen. Ja, unter dieser Telefonnummer, wir sind auch erreichbar. Ja, dann falls Sie keine Fragen haben, ich bedanke mich. Ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben tschüss. Ich bedanke mich, dass ich da so was Schönes, Tolles an dich da verkauft habe und gleich für über 300 Euro. Um Gottes Willen. Also ich glaube, der Tante ist selber bewusst, was sie da eigentlich verkauft. Nur Müll. Es ist einfach nichts anderes als Placebo und im schlimmsten Fall ein giftiges Placebo. Oh Mann, tja, und es gibt halt tatsächlich verzweifelte Männer, die da wohl ihr Geld reinstecken. Tja. Dass die hier nicht hellhörig geworden ist, dass ich da gleich 2 Packungen haben will. Oder 2x das Angebot. Und also, ich verstehe es nicht. Also, hier ist wieder besonders auffällig, es ist schon wieder Dialekt. Deutsch war das hier nicht.
Tja, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, die war ja freundlich und hat ja auch zumindest Fragen beantwortet. Und das ist ja auch jetzt hier mal tatsächlich eine Art Verkaufsgespräch gewesen und nicht so ein kompletter Bullshit. Aber am Ende, tja, nützt es uns alles nichts. Es ist und bleibt Betrug. Die ziehen euch das Geld mit allen Mitteln und Maschen komplett aus den Taschen. Egal, ob es irgendwie Sinn macht. Egal, ob man das braucht, was man da bekommt. Tja, ich meine, dass man sowas hier nicht braucht, sollte eigentlich klar sein. Das Schlimme an der Geschichte ist, es gibt sehr, sehr viele verzweifelte Menschen, die daran glauben, tja, irgendwas gefunden zu haben. Ja, und das Problem ist, dass sowas hier auch gleich bei den Google-Anzeigen geschaltet wird zum Teil. Oder man es zumindest bei Google ziemlich weit oben findet. Ja, und dass der ein oder andere da auf die Idee kommt, hier sein Geld drin zu versenken. Dass man da eigentlich nur Kapseln bezahlt, die keine Wirkung haben. Tja, wie gesagt, das wäre jetzt hier der beste Fall. Dass das keine Wirkung hat und man einfach nur sein Geld aus dem Fenster geschmissen hat. Ja, der schlechteste Fall ist, dass man hier noch gesundheitliche Probleme danach bekommt. Denn man nimmt hier irgendeine Substanz zu sich, wo man nicht mal im Ansatz weiß, was es genau ist. Man stopft einfach irgendwelche Pillen in sich rein. Ja, also weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber schlimmer geht es tatsächlich irgendwie immer, haben wir ja gemerkt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wer möchte, kann gerne mal auf Instagram vorbeischauen bei Callcenter Abzocke. Ihr kennt den Weg entweder direkt unten über die Videobeschreibung oder direkt übers Profil hier auf YouTube Callcenter Abzocke. Könnt ihr direkt mal bei Instagram schauen. Vom Prinzip her findet ihr hier jeden Tag die Informationen, wenn ein neues Video rauskommt, aber auch mal das ein oder andere Bildchen, was wir so noch veröffentlichen, unter anderem zum Beispiel auch Kurzvideos. Wenn du magst, freue ich mich natürlich immer noch über einen Daumen nach oben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.